Mehr als 60% der Deutschen sind mittlerweile vollständig geimpft. Und während darüber diskutiert wird, wie sich diese Quote weiter erhöhen lässt, vor allem um eine vierte Infektionswelle abzuschwächen, geht es für bestimmte Risikogruppen ab morgen schon einen Schritt weiter. Die Drittimpfungen, auch Booster genannt, beginnen. Geschwenkt, nicht geschüttelt. So wird der mRNA-Impfstoff für die erste oder zweite Impfung aufbereitet. Und bald auch für eine dritte, sogenannte Auffrischimpfung. Von Mittwoch an gibt es die hier im Stuttgarter Impfzentrum. In Einzelfällen sogar schon jetzt. In meinem Alter mit 88, ja, da fühle ich mich einfach besser, wenn ich die dritte Impfung habe. Ein Boost fürs Immunsystem. Der ist in Baden-Württemberg für alle möglich, die in der Impfkampagne in die Prio-Gruppe 1 eingestuft wurden. Weil auch das Immunsystem altert, lässt vor allem bei älteren Menschen der Impfschutz mit der Zeit nach. Das legen zumindest Daten aus Israel nahe. Sehr schön. Wunderbar. Also aktuell wird die dritte Impfung empfohlen für Menschen, die vor 6 Monaten ihre zweite Impfung erhalten haben und in die Gruppe der über 80-Jährigen gehören, in die Gruppe derjenigen, die ein beeinträchtigtes Immunsystem haben. Und für Beschäftigte des Gesundheitswesens. Diesen Weg geht das baden-württembergische Gesundheitsministerium, obwohl die Ständige Impfkommission bisher keine Auffrischungen empfiehlt. Einige Wissenschaftler sind ebenfalls noch zurückhaltend beim dritten Peaks. Wir sehen, dass der Immunschutz im Laufe der Zeit etwas nachlässt. Aber da gibt es noch immer nicht eine klare Aussage, dass es tatsächlich so prekär wird, dass wir jetzt die dritte Impfung unbedingt brauchen. Genug Impfstoff gibt es in Deutschland. Doch wenn es nach der Weltgesundheitsorganisation geht, solle der lieber an Länder mit wenig Impfvorrat verteilt, statt für zusätzliche Booster aufbereitet werden. 8 Monate war es in Betrieb. Mehr als 1 Million Corona-Schutzimpfungen wurden verabreicht. Heute schließt das Hamburger Impfzentrum, das größte in Deutschland, seine Pforten. Am letzten Tag werden bis zu 7.500 Impfwillige in den Messehallen erwartet. Die Schließung erfolge planmäßig, erklärte die Sozialbehörde. Der Vertrag laufe aus. Ein weiterer Betrieb wäre nicht mehr wirtschaftlich. Alle, die sich dort impfen lassen wollten, haben das auch gemacht, sagte eine Sprecherin. Ich spreche nun mit Walter Plassmann von der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg. Wie bewerten Sie die Schließung des Impfzentrums in Hamburg? Ja, schönen guten Tag. Ich kann das nur unterstützen, was die Sozialbehörde gesagt hat. So ein Impfzentrum spricht einen besonderen Typus von Menschen an, der sich halt aufmacht, einen Termin sich nimmt, jedenfalls in der Anfangszeit und dann in die Messehallen kommt. Und ich glaube, diese Menschengruppe haben wir vollständig erreicht. Wir müssen jetzt die restlichen vor Ort in den Stadtteilen und in den Praxen impfen. Ist die Schließung denn angesichts steigender Inzidenzen sowohl bei den Corona-Infektionen als auch bei den Hospitalisierungen das richtige Signal? Die Impfkampagne ist ja nicht am Ende. Sie verlagert sich nur. Sie verlagert sich dorthin, wo jetzt die Menschen sind, die noch impfwillig sind und die eben, wie unsere Erfahrung sich gezeigt hat, nicht ins Impfzentrum kommen. Da stehen jetzt die Arztpraxen und die mobilen Teams zur Verfügung. Wie eben gesehen, stehen ja nun auch die dritte Impfungen an. Sind die ohne Impfzentren überhaupt zu bewältigen oder müssen dann bald schon wieder Impfzentren geöffnet werden, die gerade erst geschlossen wurden? Das ist sicherlich eine Frage, die man auch vor Ort entscheiden muss. Das kann unterschiedlich ausfallen. In Hamburg ist es so, dass die Gruppe, die wahrscheinlich von der STIKO in eine dritte Impfung empfohlen wird, im Wesentlichen in den Heimen wohnt oder von Ärzten betreut wird. Das ist eine Gruppe, die kann man im aktuellen System, also mit den mobilen Teams, die über die Gesundheitsämter gesteuert werden und in den Arztpraxen sehr leicht impfen. Man darf ja nicht vergessen, wenn ich das bitte noch sagen darf, eigentlich wären die niedergelassenen Ärzte durchaus in der Lage gewesen, die gesamte Impfkampagne zu tragen. Die Impfzentren waren vor allen Dingen deshalb notwendig, um in einer Mangelsituation, als priorisiert werden musste, diese Priorisierung noch durchzuführen. Das ist in der Arztpraxis nicht herstellbar. Hätten wir von Anfang an ausreichend Impfstoff gehabt, dann hätten es solche Impfzentren gar nicht benötigt. Sie nehmen mir die Frage ein bisschen aus dem Mund. Das ist genau das, was ich Sie fragen wollte, ob die Hausärzte, die Praxen das nicht alles hätten leisten können. Es klingt ein bisschen durch in Ihren Antworten, dass Sie die Situation, wie sie jetzt sein wird, dass die Hausarztpraxen oder die Arztpraxen die Impfung übernehmen, Sie ganz zufrieden stimmt und Sie daran gar nichts mehr ändern würden. Liege ich da richtig?
Impfen ist immer eine Angelegenheit der Gesundheitsämter und der niedergelassenen Ärzte gewesen. Und die Kapazitäten sind riesig. Also wir haben hier in Hamburg kein Problem, 100.000 Menschen in der Woche zu impfen in den Arztpraxen. Das hat auch unser großes Impfzentrum nicht geschafft. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass, wenn kontinuierlich der Impfstoff zur Verfügung steht, dass wir das über die gängigen Systeme bewältigen können. Hamburg ist ja momentan auch wegen der sogenannten 2G-Regelung, die hier erprobt wird für Gaststätten und andere Betriebe, in aller Munde. Wie bewerten Sie diese 2G-Regelung? Ich halte die 2G-Regelung für recht kritisch, und zwar aus juristischen Gründen. Man darf ja nicht vergessen, auch nicht geimpfte Menschen haben Grundrechte. Und wenn ich die Grundrechte einschränke, dann brauche ich dafür einen guten Grund. Der Grund, der im Gesetz drinsteht, ist eine mögliche Überforderung des Gesundheitswesens. Man müsste also nachweisen, dass die Gruppe der Geimpften, der Ungeimpften in der Lage ist, das Gesundheitswesen zu überfordern. Das ist relativ schwierig. Ich glaube, es wäre vernünftiger, man würde auf ein 3G oder 3G-Plus-Modell übergehen, also dort, wo man dann halt mit einem PCR-Test am sozialen Leben teilnehmen kann. Aber das eigentliche 2G-Modell halte ich aus juristischen Gründen für schwierig. Herr Plassmann, Sie als Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, was würden Sie sich von der Politik für die nächsten Monate wünschen? Ich nehme mal an, das bezieht sich auf die Corona-Situation, und da würde ich mir wünschen, dass in Bezug auf das Impfen, das Überzeugen der noch nicht Geimpften, ein anderer Ton angeschlagen wird. Im Moment ist mir da zu viel Moral drin, zu viel Vorwürfe. Ich glaube, es ist besser, wir würden ehrlich mit dem Thema umgehen und dann auch die Menschen überzeugen, die beispielsweise Angst vor einer Impfung haben, weil sie sich vor den Nebenwirkungen fürchten. Diese Impfwirkungen sind einfach da, die lassen sich nicht wegdiskutieren. Und es wäre viel besser, da offen drüber zu sprechen, um den Menschen, die schwanken, dann auch die Angst nehmen zu können. Die aktuelle Politik mit dem großen Druck und mit dem auch durchaus ausgrenzenden Worten, die da manchmal fallen, die ist kontraproduktiv. Herr Plassmann von der Kassenärztlichen Vereinigung in Hamburg, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, vielen Dank.